Freunde, was geht ab? Lang ist es her, 3 Jahre kam, kein Idiotentest mehr. Heute in der Nürnberger Innenstadt. Mal schauen, wie schlau Nürnberg ist. Es ist neues Jahr, haben die Leute alle zu viel gesoffen? Wir werden es gleich herausfinden. Bis gleich. Wie heißt ihr? Ich heiße Tim. Peter. Wie alt seid ihr? 15. 16. Habt ihr schon mal Idiotentest gemacht? Nö. Aber habt ihr irgendwie Ahnung, wie das gehen könnte? Ja. Also wisst ihr schon mal, was IQ eigentlich heißt? Ja. Wie heißt es ausgesprochen? Keine Ahnung. Intelligence Quote. Okay. Intelligenzquote? Versuchst du mal. Es war aber schon sehr, sehr nah richtig. Es war schon knapp. Ein bisschen anders. Das weiß ich nicht. Nicht aber Quote. Quotient? Ja, sehr gut, sehr gut. Intelligenzquotient. Was heißt denn IQ eigentlich? Wie schlau man ist. Intelligenzkoeffizient. Ja. Wie? Intelligenzkoeffizient. Sag nochmal. Intelligenzkoeffizient. Letzter Versuch. Aber es ist schon sehr, sehr nah. Bin ich jetzt dumm? Ja! Wer weiß, was den Leuten fehlt? Die Leute selber? Nein, das sind schon andere Leute. Und ich sage euch mal als Tipp, es ist nicht der Arzt, der wo weiß, was euch fehlt. In welchem Sinne? Kann man ausbreiten. So. Was denn den Leuten? Boah, was denn der Dieb? Sag's nochmal. Der Dieb? Ja. Okay, Dieb ist stark, sehr, sehr stark. Wer weiß am besten, was den Leuten fehlt? Dann muss man ein bisschen nachdenken. Hast du eine Ahnung? Geld. Ein Therapeut? Ich weiß nicht. Na, es hat nichts mit dem Gesundheitswesen zu tun, nichts mit so Therapeuten. Einem fehlt Geld. Die Mutter? Okay, arbeitet ihr eigentlich schon? Nein, noch nicht. Aber wenn ihr arbeitet, ne? Ihr seid bestimmt in einer Big Company oder sowas. Und was denkt ihr, was trinken die Führungskräfte? Was trinkt der Chef, der oberste Chef? Kaffee. Wasser und Kaffee. Okay, jetzt, ihr arbeitet, habt ihr ja gesagt, ne? Ja. Und euer Chef ist bestimmt, ist es eine große Firma? Oder? Ja. Was denkt ihr, was trinkt der? Was trinkt ein großer Firmenchef? So, der Boss, was trinkt der? Ist schon ein bisschen tricky. Champagner. Champagner ist stark. Aber wie wär's mit Leitungswasser? Ja, trinkt er auch. Er trinkt alles. Ja, deswegen Leitung, ach, Wasser. Ah. Okay, spät schneller. Ah, ja. Arbeitet ihr eigentlich? Nee, ich bin arbeitslos. Sicher? Ja, sicher. Und du? Ich gehe zur Schule. Also habt noch nicht so viel Ahnung, wie Berufswesen funktioniert so? Ja, doch, ich habe schon mal gearbeitet. Schon mal gearbeitet. Also wenn ihr schon mal gearbeitet habt, wisst ihr, was Führungskräfte trinken? Führungskräfte? Ja. Alkohol? Jemand hat schon mal Champagner gesagt, ist bestimmt nicht falsch, aber es ist ganz banal eigentlich. Wasser. Kaffee. Kaffee, viel Kaffee. Wasser und was davor noch? Ganz dumm eigentlich. Hau raus. Leitungswasser. Wieso trinken die Leitungswasser? Leitung sind Chef. Ihr spricht ja nur Deutsch oder spricht ihr auch noch andere Sprachen? Ich spreche noch andere Sprachen. Was spricht ihr alles? Russisch, Kurdisch, Spanisch, Französisch. Was? Englisch. Okay, wenn du so viele Sprachen sprichst, dann musst du Ahnung haben, wer in allen Sprachen antwortet. Google Translate. Wer in allen Sprachen antwortet? Ja. Absolut kein Plan. In allen Sprachen. Google-Übersetzer. Wurde schon zum zweiten Mal jetzt gesagt. Die anderen haben es auch gesagt. Nein, es ist das Echo. Jetzt ganz easy. Wir haben ja jetzt Winter. Es ist ein bisschen kalt und so. Und wann kann man auf Wasser gehen? Was denkst du? Auf Wasser. Also wenn es gefroren ist. Lockst du es ein? Ja. Bist du dumm? Hä? Auf Wasser kann man nicht gehen. Doch, wenn es gefroren ist, wenn es Eis ist. Ja, aber auf Wasser generell kann man nicht gehen. Ja, auf flüssigem Wasser. Mit Geografie kennt ihr euch aus? Ja. Wisst ihr, was Geografie eigentlich? Ja. Was ist das? Halt Knowledge, wo was ist, Erde, wo... Erde, ne? Genau. Dann kannst du mit Sicherheit 3 Länder mit A nennen. 3 Länder mit A? Ja. Albanien. Kann ich reingrätschen? Mach was? Afghanistan und Angola. Albanien, Algerien, Armenien. Habt ihr noch extra welche für extra Punkte? Angola, Aserbaidschan, Argentina, ja. Argentinien. Sind alle Länder auf, die es gibt? Andorra. Australien, okay. Andorra. Okay. Und Afghanistan. Hast du noch irgendwelche extra dazu? Afrika. Sag nochmal. Afrika? Afghanistan, Albanien. Oh, hast du eine dritte Ahnung? Oh mein Gott. Überfordert. Oh je, Australien. Antarktis ein Land oder nein, ein Kontinent? Ist ein Kontinent. Aber Australien ist doch ein Land, oder? Nee, ist ein Kontinent. Aber was ist das Land denn, ein Kontinent? Australien ist doch Australien. Ist ein Kontinent und ein Land, glaube ich, oder? Ich glaube auch. Ja. Ich weiß nicht. Aber schon richtig. Aber ihr seid zum Glück keiner, die Afrika sagen. Afrika wäre echt... Das wäre richtig schön. Das wäre Katastrophe gewesen. Aber irgendwas muss mir jetzt noch einfallen. Irgendein Land. Gib mal ein bisschen Kurzzeit. Algerien.
Aber was hast du jetzt alles nochmal gesagt? Sag nochmal von Anfang. Albanien, Afghanistan, Algerien. Wollt ihr nochmal extra Punkte? Habt ihr noch ein bisschen Ahnung? Australien, gebe ich nochmal einen vierten Punkt mit. Okay. Amerika? Okay. Amerika ist ein Kontinent. Okay, nee. Das ist ein USA-Land. Mir fällt aber auch nichts ein. Vorhin habe ich es gewusst, keine Ahnung mehr. Ich wollte Arabien sagen, aber das ist auch Quatsch, glaube ich. Jetzt nochmal eine kleine Länderfrage. Was spricht man in Brasilien für eine Sprache? Portugiesisch. Und in Argentinien? Spanisch. Okay, die sind sehr, sehr stark. Ich habe nach dummen Leuten geschaut, ihr seid echt gut. Und in Brasilien, welche Sprache spricht man da? Portugiesisch. Crazy. Portugiesisch. Ja. Portugiesisch. Portugiesisch, ja. Und in Argentinien? Spanisch. Auch Portugiesisch. Spanisch? Stark, stark, stark. Okay. Welcher Mann wird im Sommer kleiner? Welcher Mann wird im Sommer kleiner? Ganz, welcher ganz Mann easy. Im Sommer kleiner wird? Mhm. Keine Ahnung, also so früher Monarchen, die so diese Stöckelschuhe haben, um größer zu sein und um zu baden, haben die abgemacht, so einmal im Jahr. Und die baden nur im Sommer? Ja, die haben nicht oft gebadet. Aber denk mal, wenn ihr Schnee habt. Schnee ist ein guter Hinweis. Männer, die im Winter Stiefel tragen, sind im Sommer Männer, die auf Schnee laufen. Denk nicht an Lebewesen. Männer, die auf Schnee laufen, die dann größer wirken, weil der Schnee dann mehr Fläche... Schneemann. Ja. Ich hab nur an Lebewesen gedacht, ne? Schneemann. Wow. Büssen, kennt euch mit Mathe aus? Ich denke schon, ihr seid noch in der Schule, sehr, ne? Sehr schlecht in Mathe, aber ich krieg's hin. Du musst nur wechseln. Du hast einen 100-Euro-Schein und wie oft kannst du den in Scheine wechseln? 1-Euro-Schein? 100. Achso. 100-Euro-Schein? 20 Mal. Wieso, erklär mal, wieso du 20 Mal? Wegen den 5ern und 20 mal 5 ist 100. Oder bin ich dumm? Ja! Denk nicht so kompliziert. Das ist eigentlich relativ einfach. Man wechselt es einmal in verschiedene Scheine, oder? Wie oft man den wechseln kann, einmal? Wie oft kannst du, hast 100-Euro-Schein und wie oft kannst du den wechseln, bis der gewechselt ist? Jetzt habe ich ja schon einen guten Tipp gegeben. Einmal ist eigentlich egal, wie du es wechselst. Einmal? Ist eigentlich egal, wie du es wechselst, weil du wechselst es nur einmal. Ja, ist richtig. Ja. Einmal, weil dann ist er schon gewechselt. Ja. Dann kannst du ja nicht nochmal wechseln. Dankeschön. Ja, das wär's schon. Hast du gut gemacht? Hast du auch gut gemacht? Ja. Wollt ihr Instagram irgendwas sagen? Nee, Mann. Ich poste eh nichts. Willst du Instagram? Es bleibt geheim. Grüß meine Mom. Die Mom. Schön. Schöne Grüße geht an die Mutter. Schöne Grüße.